Im Rahmen der Wahlfälschung von 2004 bekam die Zivilgesellschaft in der Ukraine erstmals Gewicht, löst die Orangene Revolution aus. Während sich in den folgenden Jahren die politischen Eliten in Machtkämpfen gegenseitig schwächten und zunehmend das Vertrauen der Basis verloren, erwiesen sich die geschlossenen Allianzen zwischen NGOs, der außerparlamentarischen Opposition und Teilen der Bevölkerung als erstaunlich stabil. Dies führte zu den Maidan-Protesten im Herbst 2013. Es begann sehr ruhig, erinnert sich Aktivist Pavlo Kaljuk. First month, like most of time it was not active maybe, because politicians who were on the scene, they were very passive and they did not create some roadmap. They just try to keep some activities, use violence time to time against protesters. Doch der Protest konnte auch durch den Einsatz des Militärs nicht mehr unterdrückt werden. Die Bekämpfung der Korruption, politische Bildung und Menschenrechte nehmen innerhalb der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle ein. Mehr als die Hälfte aller im Land tätigen NGOs zählen diese Bereiche zu ihrem primären Arbeitsfeld. Ihre Bedeutung ist deshalb besonders groß, weil das Engagement innerhalb breiter Gesellschaftsschichten nicht sehr hoch ausgeprägt ist. Dies ist jedoch eher die Folge einer allgemeinen Resignation als einer massiven Desinformation. Dementsprechend lassen sich bei aktuellen Ereignissen wie der Revolution der Würde auf dem Maidan durch vergleichsweise wenige Aktivisten große Gruppen mobilisieren, berichtet Maria Simonova. It was a very emotional decision, even having no idea how you will be able to execute this desire, to realize this desire. We were ready to do it. We really didn't understand how was it not to sleep during, I mean, 2 or 3 days in Iran, 5 days in Iran, but we were able to do it because we were very emotional and we were very inspired about what we've been doing. And we felt that if now or never. Dadurch unterscheidet sich die Lage in der Ukraine beispielsweise grundlegend von der des Nachbarn Russlands, in dem der Opposition niemals gelungen ist, außerhalb der eigenen Kreise große Zustimmung in der Bevölkerung zu finden. Ein weiterer Unterschied ist, dass heute eine Vielzahl unterschiedlicher Interessensgruppen im Parlament vertreten sind. Darunter zählen neben dem Euro-Optimist, dem Befürworter einer eindeutigen Zuwendung nach Europa, auch vereinzelt Vertreter der Zivilgesellschaft. Non-governmental actors in general are much more powerful in making policies than politicians. It is not right, it is not wrong. It is something to be changed in order to country to work in the normal process in the normal way. Gleichzeitig hat der Erfolg der Proteste vom Euromaidan eine sehr hohe Dynamik und Energie freigesetzt, die vor allem in der jungen Bevölkerung, bei Intellektuellen und bei den Studenten deutlich zu spüren ist. Auf der anderen Seite ist jedoch das Vertrauen in den Staat, seine Repräsentanten und die politischen Vertreter sehr schwach. Angesichts der Unfähigkeit, die Krisen effizient zu lösen, der weit verbreiteten Korruption und der Ineffizienz des sozialen Systems kehren viele Vertreter der Zivilgesellschaft seinen Strukturen den Rücken zu. Ganz im Sinne von Obamas Yes, we can, aber sehr viel erfolgreicher, hat sich hier die Erkenntnis verbreitet, dass ein politischer Wandel keine ferne Utopie ist. Politics now are afraid of two things: the social society and international companies, international organization, European Union opinion, and we can influence, I can say, more than before. They are afraid of publicity. Sie vertrauen lieber auf eigene Initiative und die Unterstützung durch private Sponsoren und mitunter auch ausländischen Geldgebern. Regierungszuschüsse und nationale Fördertöpfe liegen bei den Finanzierungsquellen von Nichtregierungsorganisationen weit abgeschlagen, auf dem 5. und 6. Platz der Einnahmequellen. Selbst die Spenden von ukrainischen Unternehmen, häufig nicht gerade ein Vorzeigeschild der Zivilgesellschaft, übersteigen sämtliche staatliche Zuschüsse deutlich und bewegen sich etwa auf derselben Ebene wie die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen. Diese breiten Plattformen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die also auch untereinander zusammenarbeiten als Folge des Euromaidan. Innerhalb der Zivilgesellschaft haben sich bereits vor den Protesten auf dem Maidan neue Aktionsformen gebildet, die teilweise, wie etwa bei den Femen, weltweit Resonanz gefunden haben und kopiert wurden. Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. And when we unite our efforts, for example, when one organization is criticizing the Kyiv city mayor, it's okay. If
68 organizations are criticizing the Kyiv City Mayor, of course they are listening. Allerdings sind infolge der Besetzung der Krim und des Konflikts um den Donbass die persönlichen Risiken für Aktivisten deutlich gestiegen. Ähnlich wie vorher die politische Elite drohen nun auch innerhalb der Zivilgesellschaft neue Grabenkämpfe, die teils ideologisch untermauert werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gesellschaft angesichts der derzeitigen Lage zu einer neuen Einigkeit zusammenfinden kann oder ob stattdessen extremistische und isolationistische Positionen weiter an Boden gewinnen. Im schlimmsten Fall könnte die bislang außerhalb der Konfliktgebiete weitgehend friedliche Situation dann im ganzen Land gewaltsam eskalieren.